Okay, hi Leute, ich bin's wieder, euer Marcel. Seid mir willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Video. Heute probieren wir ein wenig etwas aus, und zwar das Messmetron. Wir probieren es hier an diesem relativ unbedeutenden NPC Oma Sparkle aus. Okay. Hey, zwei Schuss, Oma Sparkle ist tot. Wir nehmen mal alles. Nachladen. Cool, wir haben sie getötet. Ach, ein bisschen Karma können wir ruhig verlieren, ist nicht so schlimm. Plündertime. Oh, das nehmen wir alles mal mit. Die Haarklammer nehmen wir, den Whisky, den Wodka. Wir sind ja Alkoholiker. Wir nehmen das Outfit des umherziehenden Ödländers, die Jagdflinte, sämtliche Munition, das Brahim-Outfit. Alles, was an Lebensmitteln so da ist. Oh, Kronkorken, Lederrüstung. Was nehmen wir da noch? Ja, dann schauen wir mal in den Ofen. Zündflamme brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Haben wir mal die gute Omi geplündert, ne? Yay! So, holen wir sie mal da raus. Hallo Omi! Yeah! Tanzen! Lalalala! Okay, das ist öde. Gehen wir wieder zum 10 mm. Genau. Jagdgewehr. Gehen wir mal zum Anchorage Raw Memorial. Anchorage Raw Memorial, keine Ahnung, was das ist. Also geht ihr das erste Mal, da ist es, hier rüber. Liegt hier alles voller Minen. Das ist, ja, das, so ist das. Aber eigentlich wollte ich das Messmatron ausprobieren und jemanden versklaven. Yeah, ich habe den Zentauren getroffen. Verdammt! Yeah, Zentauren getötet! Nein, wir gehen jetzt nicht gegen einen Supermutanten kämpfen. Nein, das ist mir dann doch etwas zu gefährlich. Wir gehen jetzt erstmal hoch aufs Anchorage Raw Memorial. Errichtet für die heldenhaften Soldaten, die gegen die Invasoren aus China gekämpft haben, die in Alaska eingefallen sind. Hier, Anchorage Raw Memorial. Das werden wir auch irgendwann mal spielen, Operation Anchorage. Diese Simulation, wo man den großen Helden spielen darf und Alaska befreit. Schön hier mit Flammenwerfer, 10 mm Maschinenpistole. Und dem Raketenwerfer. Sehr schön. So, hier haben wir auch einen herrlichen Ausblick. Da ist Dukovs Wohnung. Haben wir die überhaupt schon entdeckt auf unserer Karte? Moment. Nein, wir haben Dukovs Wohnung noch gar nicht drauf. Wir müssen aber aufpassen. Hier unten wimmelt es nur so von Myrolurks. Weil die haben wir hier jetzt. Ja gut, hier den Ort kennen wir schon. Abwasserkanal. Dukovs Wohnung. Schauen wir mal rein in Dukovs Wohnung. Hallo,
Großer. Tarzan Cherry. Mit wem zum Teufel habe ich's zu tun? Mit wem hast du's zu tun, du? Sie brauchen einen Drink. Cherry, ich bin am Verdursten hier. Ja. Dukov. Ein Russe. Paruski. Naja, er spricht kein Russisch, aber man versucht ihm einen leicht russischen Akzent zu geben, wo ich sagen muss, das haben sie eigentlich verfehlt. Wer sind die Mädels und wo sind ihre Klamotten? Och, das ist mir egal. Hey, kann ich was von dem Fusel haben? Was machen sie hier draußen so alleine? Ich gehe besser, bevor ich Kopfschmerzen bekomme. Ich sollte besser gehen. Nee. Wir nehmen die Alkoholiker-Variante. Bitte sehr, nehmen Sie sich einen aus dem Schnapsschrank. Leuten ohne Drink in der Hand vertraue ich prinzipiell nicht. Natürlich vertraue ich auch niemandem mit einem in der Hand. Kann ich noch einen Trink haben? Klar. Das sind meine Party-Mädels. Ich bin viel zu männlich für eine einzige Frau. Deshalb brauche ich zwei. Ich treibe sie jede Nacht bis zur Erschöpfung. Warum sollten sie sich die Mühe machen, sich anzuziehen, wenn ich sie dann doch nur wieder rausziehe? Der Typ gefällt mir. Da möchte ich gerne hierbleiben. Das gefällt mir sehr. Was machen sie draußen so lange? Fressen, saufen, furzen und bumsen. Hier draußen gibt mir niemand auf den Sack. Ich kann tun, was ich will und mit wem ich will. Oh, sind wir heute aber hübsch. Hallo, ihr zwei. Und du? Hallo, ich... Dukov hat es am liebsten heiß. Das ist, nun ja. Er macht nicht viel anderes als trinken und feiern. Er ist ein lüsterner alter Sack. Der einzige Grund, warum ich mir ihn und seine Bedürfnisse überhaupt antue, ist, dass ich... Er neigt dazu, zuerst zu schießen und dann zu fragen. Sie ja. Und er ist... Du bist ein Schwach. Ich bin nur hier, weil ich bei ihm sicher bin. Er ist viel härter, als er aussieht. Viel härter. Allerdings weiß ich nicht, wie lange das noch genug sein wird. Wenn ich nur nach Rivet City mitkommen könnte. Und glaub ja nicht, dass du die gleichen Privilegien bekommst wie Dukov. Wir schlafen getrennt. Na toll, okay. Also, warte, bis ich meine Koffer gepackt habe. Oh, Moment mal. Ich hab ja keine. Okay, lass uns abhauen. Dann folgen Sie mir mal. Oh Mann. Ja, Baby. Aber das ist mir dann doch zu unsicher mit der Tussi im Schlepptau, also nehmen wir die Abkürzung. Eine kleine, aber feine Nebenquest. Ein ganz lustiger Zeitvertreib. Ich mach's ganz gerne. Der guten Cherry ein bisschen helfen. Ja. Mir nach. Je früher wir. Das ist Rivet City im Übrigen. Ein großer Flugzeugträger, der in zwei Teile gebrochen ist. Das ist, gut, interessant. Das war wirklich wie versprochen. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Dankeschön. Ja, du bist mein Held. Bild dir nicht zu viel darauf ein. Trotzdem aber danke, dass du mich von Dukov weggeholt hast. Naja, da haben wir Cherry doch mal einen kleinen Gefallen getan und ein wenig Karma bekommen. Okay, dann wollen wir mal wieder zu Dukovs Wohnung. Genau. Weil ich will ja nicht mit Cherry und das zu Fuß nach River City laufen, sonst wird sie getötet. Die wir miteinander sprechen sollen. Als ich ein Kind war, das im ländlichen Kentucky aufwuchs, hatte ich den besten Freund, hey, den junge Arme. Meine lieben alten. Nachladen, sehr schön. So, oh, Red. Die bringen zwar nicht viel, aber Erfahrung ist Erfahrung. Warum benutze ich eigentlich das Gewehr? Ich verschwende Munition für diese blöden Viecher. So.
Ja, bis zum nächsten Level haben wir es noch ein wenig. Nehmen wir wieder das Gewehr. Dann schauen wir mal auf die Karte. Ja, bei der Zitadelle waren wir schon, beim Jefferson Memorial auch. Aber hier ist noch jede Menge. Sehen wir ja auch, wir haben hier einige Markierungen. Ich würde heute gerne noch nach Underworld kommen. Ach, wir warten einfach. Oh, Raider! Also, mein Raider sagt Raider. Wortwitz. Okay. Weißt du noch? Natürlich nicht. Oh ja, Headshot. Aber anstatt dann weiterzukämpfen, laufen sie weg, obwohl sie genau wissen, dass sie es nicht können. Im Kronkorken, Sturmgewehr. Ach, den Whisky lassen wir mal hier, den brauchen wir nicht. Ach, durchsuchen wir sie mal. Jagdflinte, 32er Kaliber, das brauchen wir immer, weil Jagdgewehr und so, ne? Ich verstehe schon. So, was hat der? Der hat auch, der hat eine Pistole. Schlag den brauchen wir nicht. So, dann machen wir mal was anderes. Wir reparieren unsere Waffen. Weil eine reparierte und voll funktionsfähige Waffe schießt natürlich besser als eine kaputte. So. Mein Sturmgewehr werde ich auch mal reparieren. Die chinesischen Sturmgewehre, die sammeln wir mal ein paar. Ist zwar im Grunde genommen kein Unterschied zum normalen Sturmgewehr, weil sie dieselbe Munition verwenden, bla bla bla. Aber das chinesische Sturmgewehr könnte für eine gewisse Mission, die man in Paradise Falls bekommen kann, sehr nützlich sein. Also sammeln wir mal so 20 Stück. Weil da kriegen wir schon ein bisschen Kohle für. Aber nun, Plünderparty! Red Kakerlakenfleisch brauchen wir nicht. Wir nehmen aber das schmutzige Wasser. Was haben wir denn noch? Feines Myrlock-Fleisch. Ist ganz okay. Brauchen wollen wir aber nicht. Was? Fancy Ladies Kuchen wollen wir auch nicht. Blamco Mac and Cheese? Nein. Schmutziges Wasser. Dandy Boy Äpfel Whisky. Rasenmähermesser brauchen wir im Moment nicht. Gehen wir mal auf Hilfe. Ameisenfleisch. Essen wir mal. Ameisenfleisch. Schauen wir mal. Vielleicht nehme ich etwas Red Array. Passt Impact, wir haben ja genug. Buff out. Nein, wir wollen keine Drogen nehmen. Eichhörnchen-Eintopf. Fallobst. Instant-Püree. Junkfood. Kartoffelchips. Knusprige Eichhörnchen-Spieß. Eichhörnchener Stiel. Ein wenig Leguan kann man auch immer gebrauchen. Vor allem, wir haben Gewicht, müssen wir reduzieren. Blankem Mac and Cheese essen wir auch. Schlürfen wir mal zwei Blutpakete. Das Gram essen wir. Den Lego an. Ja, gut. Essen wir auch ein wenig Myolog-Fleisch.
ein Mailer Kuchen trinken. Mal zwei Nuka Cola auf den Schrecken. Und es ist noch ein Salisbury Steak. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich. Nein, es geht. Gut ausgeruht plus 10% Erfahrung. Kopfbekleidung bringt Schleichen plus 5, Wahrnehmung plus 1. Und den Wall, Kampfanzug, kleine Waffen und Energiewaffen. Also wir sind eigentlich optimal gerüstet. Allgemein sind wir immer noch Rächer der Städter, sehr gut. 8 Aufgaben haben wir erfüllt, 25 Orte entdeckt, 67 Leute haben wir getötet, 124 Kreaturen und 16 Schlösser geknackt. Und noch keine Computer gehackt. Hurra! Wir sind kein Hacker, wir sind Einbrecher. Und der mysteriöse Fremde war noch nicht einmal zu Besuch. Ah, das kriegen wir vielleicht auch noch irgendwann zu sehen. Auf den ganzen Trick, was wir gegessen haben, müssen wir natürlich erstmal noch mal gucken. Gegenstände. Bei Kleidung. Ein Brahim-Outfit. Gucken wir mal, können wir den reparieren? Nein, den Hut können wir auch nicht. Lederrüstung, naja, Motorradhelm. Outfit des umherziehenden Ödländers. Bewegung plus 1, Ausdauer plus 1. Prime Outfit, Bewegung plus 1, Ausdauer plus 1. Aber das sieht besser aus. Sturmjägerhut. Umgebungsanzug. Vorkriegs-Baseball-Mütze. Ödlandsiedler-Outfit. Kann man noch ein bisschen Altmetall, Androidenkomponente. Holzhäcksler. Brauchen wir nicht. Kaffeekanne auch nicht. Brücke auch nicht. Schere brauchen wir auch nicht. So. Ein wenig erleichtert haben wir uns. Warum hatten wir diesen Müll alles dabei? Gut. Nahrungsmittel immer mal. Kann man nicht. Kann nicht schaden. Das mitnehmen. Ein wenig Myrolog vielleicht. Die Red Kakerlaken möchte ich aber nicht unbedingt mitnehmen. Die könnten mir nicht schmecken. Oh, ein Buch. Ein bisschen Jet. Bier. Whisky. Nein. Ah. Wir nehmen das Red Array. Wir nehmen das Red Eggs. Wir nehmen die zwei Mad Eggs. Na, nimmst du's? Waren sogar drei. Mal sehen, was wir. Oh, wir haben einen Lag. Ein Stimpack, schmutziges Wasser. Schon haben wir wieder Gewicht drauf. Und wir haben immer noch einen Lag. Verdammt! Na gut, dann warten wir mal einen Moment. Ich hasse Lags. Und er ist vorbei. Die Mantons nehmen wir uns noch mit. Die Munition. Oh, 10 Schrot! Sicher, her damit. Buffout! Kann man immer gebrauchen. Gibt 60 Trefferpunkte wieder. Auch wenn es süchtig machen kann. Wir nehmen mal ein Psycho. Das macht uns sehr viel stärker. Macht aber auch süchtig. 10 mm. Sicher. Mal sehen. Haben wir dann das Raider-Quartier hier ordentlich ausgeplündert? Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So wie es aussieht. Ja. Also ich liebe es, Raiders zu plündern, weil die haben immer irgendwas Nützliches. Oh. Naja, im Moment, hier ist nichts drin. Vor allem, da gibt es immer ein Bett, wo man mal für einen Moment sich ausruhen kann und so weiter. Ist schon ganz nützlich, so ein Raider-Quartier. Da findet man auch immer nützliche Gegenstände, immer Munition, Waffen und so weiter. Jede Menge ab. Hier kommen die aktuellen Nachrichten. Three Dog. Okay, Three Dog hat schon von vielen verrückten Sachen im Ödland der Hauptstadt gehört. Aber das hier stellt womöglich alles in den Schatten. Mehreren Berichten zufolge haben einige kostümierte Idioten versucht, die Kontrolle über die Siedlung Canterbury Commons zu übernehmen. Mhm.
Einer dieser Spinner wird anscheinend von Robotern unterstützt und der andere von mutierten Käfern. Jeden Tag dieselbe verrückte Szene. Raufereien, die in einer Pattsituation enden. Wenn ihr also mal nach Canterbury Commons kommt, bleibt schön in Deckung. Ladet eure Hallo, wo ist der Händler hier? Also hier sitzt halt selbst ein Händler. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Three Dog. Erstmal das Radio aus. Kiste aufmachen. Klar. Munition nehmen wir uns immer. Kaugummi brauchen wir nicht. Instant-Püree könnten wir brauchen mal. Gut, normalerweise sitzt hier ein kleiner Händler, ein relativ harmloser NPC, den man entweder alles abkaufen kann, der was reparieren kann, oder den man, wie ich es gerade, plündern könnte. Zentauren haben eigentlich immer irgendwas dabei. Das ist schon ganz nützlich. Bringen zwar nicht viel Erfahrung, aber naja. Oder einmal. Und hier die tollen Plakate von Rawtag. We'll be there. Wir werden da sein. Werbung für eine Vault. Das kann ich gerade nicht lesen. Where will you be when the Holocaust comes? Also, wo wirst du sein, wenn die Katastrophe oder das Unheil kommt? Ja, in einer Vault. Oh! Nicht nochmal gerade ein bisschen Werbung. Und schon kommt ein Zentau. Zum Glück sind diese Viecher aus irgendeinem Grund sehr langsam. Das Problem ist, sie sind verdammt stark. Für diejenigen, die das Spiel kennen, und das hier gucken, die sind durch den FX-Virus da entstanden. Oh nein, und jetzt haben wir einen Lag. Genau in einem Kampf. Was kann es Schöneres geben? Und dann reagiert die Steuerung nicht. Ist das nicht wunderschön? Oh, ich hasse das, wenn es. Dann nehmen wir mal Forts. Elf Erfahrung. Und 8 Kronkorken. Hurra! Wechseln wir mal die Waffe. Nein. Wir gehen mal auf die 10mm Pistole. Ganz nützlich. Habe ich auch viel mehr Munition von. Ja, und wie gesagt, überall Vault-Tag-Werbung. So, hier kämen wir jetzt rein nach DC. Ja, natürlich. Wir gehen jetzt ein wenig kurz hier reingucken. Aber das kann ich nicht empfehlen. Also auf Level 9 sind die Supermutanten doch ein wenig überstark noch. Ich werde euch jetzt fragen, was? Du warst doch am Jefferson Memorial und da und da und da sind auch jede Menge von den Supermutanten. Und ich so, ja, guck mal, ich hab eine jede Menge Stimpacks. Ist euch das nicht aufgefallen? Hier. 919 Stimpacks. Wie komme ich wohl an so viele Stimpacks? Das fragt ihr euch nicht. Na gut.
außerdem habe ich ja die Geschichte um River City schon gelöst. Ja. Und da muss man zu Pinkerton. Aber um zu Pinkerton zu kommen, muss man ein Schloss knacken. Und ich bin auf Level 9. Wie soll ich ein Schloss für sehr schwer knacken? Auf Level 9. Ja, ich habe gecheatet. Ja und? Mir egal. Guten Abend. Ich hab das Spiel auch so schon durchgespielt. Oh, ein Megaton-Siedler. Was? Warum so freundlich? Weg, ich will meine Ruhe. Oh Mann, ich hasse es, wenn es leckt. Gehen wir mal hier lang. Es gibt so viel zu tun. So viel zu erledigen. Hey, Lucas Sims. Sie haben Grund. Wir gehen mal in den Wasseraufbereiter. Okay, da sitzt niemand. Verdammt, wo ist der? Man findet den auch nie. Jetzt, wo ich weiß, dass dieses Ding wirklich tot ist, geht's mir schon viel besser. Ja. Und jedes Auge soll mit seinem Ruhm erblinden. Mutter Maya. Mein Kind, jedes jetzt Ohr ist soll nicht die Zeit zum Reden. Um den aber Sie sollten mit uns beten. Schließen Sie einfach die Augen. Nein, ich bete die Atombombe sich versammeln, um die Macht des Atoms zu... Nein. Was soll's hey, heute Jim. Denn sein? Wir haben nur... Was sagt die Speisekarte? Du hast 146 Kronkorken. Das muss ich ändern. Mal überlegen. Ah, ich muss mal was reparieren. Verkaufen wir mal ein paar den Whisky und den Wodka. Den brauchen wir schon mal nicht. Dann verkaufen wir. Sind Stimpacks. Zack, akzeptiert. Und beendet. Viel Spaß! Fahren. Lasse die in seinem liebsten Land leben, den kann ich absolut die Worte nicht. Des total Propheten auf den Geist. Hey, Jericho! Ach nee, noch so ein Ödland-Hornochse. Hören Sie, ich mag sie nicht. Halten Sie sich von mir fern. Dann werden wir keine Probleme miteinander haben. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe draußen im Ödland gelebt. Damals war ich ein echter Mistkerl, aber das habe ich alles hinter mir gelassen. Reden wir mal. Wie Sie wollen. Wie Sie wollen. Ich muss gehen. Oh, Nathan. Nathan geht mir auf den Geist auch, weil Nathan total für die Enklave ist. Und die Enklave können wir ja nicht leiden, ne? Ihr wisst ja schon warum. Wenn nicht. Oh, Überraschung. Auf nach Hause. Wir haben keine Wackelpuppen. Was wir nicht brauchen, wäre eine 32er Pistole. Das tun wir weg. Das behalten wir. Wir brauchen keine Lederrüstung, keinen Torradhelm. Das brauchen wir nicht. Das nicht. Das tun wir auch mal weg. Das tun wir auch weg. Kleidung. So, ja, wir haben hier für den Notfall immer was da. Fancy Ladies Kuchen, Jet. Jet hat was Feines, erhöht die AP oder gibt zusätzliche plus AP, aber das brauchen wir nicht. Oder eher selten. Jede Menge New Coca-Cola auf Reserve. Psycho brauchen wir auch nicht.
ganz richtig schön sind die Stealth Boys. Die schleichen plus 100 und Tarnkappe 75 plus geben. Aber die habe ich, um ehrlich zu sein, nie benutzt oder nie wirklich gebraucht. Also man kommt so sehr gut durch das Spiel durch. Und wenn man Operation Anchorhead gespielt hat und den chinesischen Tarnanzug bekommen hat, dann ist man sowieso nicht mehr wirklich groß auf Stealth Boys angewiesen. Lebensmitteldesinfektator, brauchen wir nicht. Vorkriegsbuch. Lassen wir mal da drin. Munition. 5 mm Schuss. Die tun wir einlagern. 2 Mini-Atombomben. Heben wir uns auf für später. Ja. Das war's auch schon. Gehen wir mal auf Ende. Schauen wir mal hier in den Kühlschrank. Da liegt auch eine Zuckerbombe. Die nehmen wir mit. Selbstverständlich. So. Wo ist unser Butler? Guten Abend. Was? Was das sein darf? Was zu trinken? Sehr wohl. Sehr wohl. Das war's. Meine Hut. Kurz ein wenig schlafen. Sagen wir 10 Stunden. Wir wollen ja nicht zu lange im Bett liegen. So. Dann verlassen wir unser Zuhause mal für einen Augenblick. Ja, sie sind jetzt gut ausgeruht. Natürlich bin ich immer gut ausgeruht. Keine Sorgen und kein Leid. Hätte in Rivet City bleiben sollen. Ja, hättest du in Rivet City bleiben sollen. Ganz deiner Meinung, du hast hier nichts verloren in meiner Stadt. Meine Stadt. Was jetzt interessant wäre, wenn ab und zu mal hier Raider versuchen würden, Megaton anzugreifen. Das wäre lustig. So, ist unser Freund da? Ja. Oh, ja? Okay, schön. Ich weiß, was du hier drin tust. Du hast dir hier drin Drogen gespritzt. Verdammt noch eins, wo ist er? Ich will das ganze Zeug endlich loswerden. Hier. Sie haben so viel für uns getan. Wenn es Ihnen so viel bedeutet. Was für ein Beispiel für uns alle. Hallo. 22 Kronporken. Hallo. Schön, Sie wieder. Ich muss jetzt gehen. Weil ich suche eigentlich einen. Ich darf nicht mit Fremden sprechen. Special Klempner hier. Wo ist er? Machen Sie jemand anderen an. Mir gerade noch Kronkorn gegeben und schon wieder frech und patzig. Gott schütze die USA! Ja, Gott schütze bla 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 bla. Nein, ich summe jetzt nicht die Melodie von der Enklave. Verdammt, das ist ein Ohrwurm. Wenn man den einmal hat, dann kriegt man den nicht mehr raus. Colin Moriarty, eine der bösesten Seelen hier in Megaton. Hast du Nova. Was auf dem Herzen? Nova ist ein heißes Luder. Und da, Gob, unser Ghoul, unser persönlicher also Favorite. Reden Ghoul. Oder die Kurve kratzen. Ich setze mich erstmal, genau. Verdammt, ich kann nicht mit Gob reden, wenn ich sitze. Hey, Kumpel, was brauchen Sie? Genau, ich bin dein Kumpel. Ich brauche einen Drink. Na klar doch. Natürlich brauche ich keinen Drink, du Trottel. Ich verkaufe dir jetzt meine Stimpacks, zumindest einen Teil. 15 Stimps will ich loswerden.
damit ich die 120 Kronkronken von dir bekomme. Bis bald, Schnapsdrossel. Ja, ja. Und tschüss, Gob. Bis bald. Die Gude sind schon was Feines. Das Radio lassen wir mal aus. Also, reden oder die Kurve kratzen. Schau mich nicht so an. Nehmen wir mal den Hinterausgang. Hinterausgang. Voll der zweideutige Witz. Ja, ich weiß, das ist nicht komisch. Da wollen wir nicht hin, ins Gemeinschaftshaus. Abendhut. Nein. Wo können wir denn jetzt noch hingehen? Ach ja, schauen wir mal auf die Weltkarte. Nach Erroof. Paradise Falls, Polizeihauptquartier Germantown. Minefield. Wir fliegen, wollte ich schon sagen. Wir bewegen uns mal nach Minefield. Ja, ich weiß, das hier wird eine verdammt lange Folge. Aber sie ist gut. Bin auch voller Lags. Vorkriegsgeld und Wunderkleber brauchen wir nicht. Oh, wie schön. Blutflecken. Aber wir gehen mal in dieses Haus. Er hat den Schlüssel. Ein Raider. Und er hat 10mm Schuss. Hurra. Zur Anmerkung. Munition hat hier noch kein Gewicht. Was im Moment auch sehr nützlich ist. Wir lesen mal jetzt ein schönes Buch. Und zwar, wo ist es? Deckung. Sprengstoff um 1 erhöht. Ja, Bücher lesen ist nützlich. Und vor allem, im Moment ist es noch dauerhaft. Nicht wie in New Vegas, wo man nur vorübergehend was davon hat. Öffnen Hausmodell. Sehr schwer. Okay, das machen wir dann später nochmal. Gehen wir mal nach oben. Öffnen die Kommode, da ist nichts drin. Hier im Bad ist auch nichts. Oh, ein Safe. Den wollen wir auch öffnen. Pistole, Jet, Kronkorken, Fokusgeld brauchen wir eigentlich gar nicht. Ah, ein unbeschädigtes Vorkriegsbuch, Maddox. Für die Vorkriegsbücher kriegen wir Geld in Arlington. Aber nur wenn sie unbeschädigt sind, versteht sich. Krücken brauchen wir nicht. Wir plündern einfach mal. Wir nehmen alles zu essen mit, was da ist. Wir können ja im Moment noch ein bisschen was tragen. Das geht jetzt noch. Achso, hier waren wir ja schon. Okay, wir haben alles gesehen. Gehen wir wieder raus. Na, Minefield. Laufen, laufen. Puh, das war knapp. Wir haben eine neue Mine bekommen. Und 6 Erfahrungspunkte. Noch eine Mine. Noch eine Mine. Ja, wir sammeln jetzt hier ein paar Minen. Und sammeln ein wenig Erfahrung. Das ist nicht schlecht. Der Briefkasten ist leer. Ja, Erfahrung tut immer gut. Auch wenn es nur Minen sind, die wir entschärfen. Da gehen wir gleich auch mal rein. Briefkasten öffnen. Kreuzschlüssel, Bügeleisen. Brief von Voltec. Notiz
hinzugefügt. Brief von Voltec. Daten, Notiz, Brief von Voltec. Werter sicherheitsbewusster Bürger, mit diesem Schreiben müssen wir Sie leider informieren, dass Ihre Familie nicht für die Aufnahme in das gewählte Voltec-Werk ausgewählt wurde. Ihre Anzahlung wurde einbehalten und Ihr Antrag auf eine Warteliste für den gewünschten Vault gesetzt. Im Interesse der Sicherheit Ihrer Familie, für den Fall eines geringfügigen atomaren Vorfalls, sollten Sie einen Umzug in eines der folgenden Gebiete in Erwägung ziehen, in denen Voltec-Werke ohne Warteliste zur Verfügung stehen. Eine vollständige Liste von Voltec-Werken mit verfügbaren Unterkünften in ansprechenden Gebieten wie Oklahoma und dem neuen annektierten Kanada erhalten Sie von Ihrem zuständigen Voltec-Vertreter vor Ort. Voltec wünscht Ihnen und Ihrer Familie viel Glück für eine ungewisse Zukunft. Mit freundlichem Gruß, Voltec, PR-Abteilung Washington DC. Geringfügiger atomarer Zwischenfall. Die sind ja lustig. Aber hey, Hauptsache wir behalten das Geld. Okay. Sollen wir mal reingehen? Ja. Ein Koffer, aber der ist leer. Gehen wir mal in die Küche. Außerdem erste... Und irgendwo ganz leise im Hintergrund hören wir ein Radio. Ganz leise. Hey, Vorkriegsbuch. Wir gehen mal die Treppe hoch. Noch ein Raider. Munition, Pistole, Haarklammern. Okay. Ödländer. Kronkorken. Hurra. Warum ist der tot? Und warum liegt der hier? Spielzeugkasten. Ein Nuka-Cola-Truck. Klar nehmen wir den mit. Und den Baseballschläger natürlich auch. Apropos Baseballschläger, da wollten wir doch was reparieren. Immer gucken, nicht dass ein ungebetener Gast auf einmal vorbeischaut. Schmutzige Vorkriegsspaziergänger-Outfit. Zeitschrift für innere Medizin. Vorkriegsbuch. Ups, das wollten wir aber nicht. So. Ja, ja, immer vorsichtig sein hier im Ödland. Es ist nämlich ruhig. Zu ruhig. Man weiß nie, wer oder was einen erwartet. Ja, ja, Minefield. Kleines, gemütliches Minefield. Es ist hier schön ruhig. Und keine Menschenseele ist da. Ja, ich bin ja schon hier gewesen. Wir nehmen die Cherry Bomb mal mit. Oh, und da ist schon wieder ein Lag. Und das, obwohl ich einen auch relativ guten Computer habe. Damn it, Wood PC. Ich kann's nicht begreifen. Naja. Schauen wir uns noch ein wenig hier in Minefield um. Ah, der Lag ist vorbei. Sehr schön. Aber ich sage euch, es wird nicht der letzte gewesen sein. Wie
Wie man sieht, ich war schon hier. Alle Munitionskisten sind geplündert. Oh nein. Ich hasse das. Gehen wir noch ein wenig auf den Spielplatz. Und hier explodieren überall Minen. Nicht umsonst heißt der Ort ja Minefield. Wortwitz. Unlustiger Wortwitz. Schauen wir uns also noch in der herrlichen Nachbarschaft von Minefield um. Entschärfen wir noch ein paar Minen, die hier so rumliegen. Einfach, weil wir es können. Weil es uns Erfahrung bringt. Den Baseballschläger, die Cherry Bomb, die ich eben eingesammelt habe. Die können nützlich sein, wenn man was an der Werkbank bastelt. Aber ich denke, die schmeiße ich lieber wieder weg, weil ich sie ja doch nicht brauche. Zane House, okay. Und wieder irgendwo rausbleise ein Radio. Die Küche, Pfeile. Ihr fragt euch bestimmt, verdammt, warum liegen überall Pfeile rum? Die kann man sehr gut gebrauchen für eine bestimmte Waffe, die man sich bauen kann. Von daher, ihr könnt sie einsammeln, wenn ihr euch diese Waffe später baut. Dann habt ihr die ganze Munition schon zusammen und braucht sie nicht zu suchen. Aufbereitetes Wasser, das nehmen wir natürlich am allerliebsten. Schön alles durchsuchen hier im Erdgeschoss. Das Klo. Pümpel brauchen wir nicht. Schreibtisch leer. Der Schrank. Oh, Munition und eine Waffe. 32er Kaliber Schuss. Da ist auch das Radio. Das machen wir mal aus. Grüner Teller. Brauchen wir nicht. Ein Teddybär. Placke ich im. Das ist sehr gut. Dieses Heft nehmen wir. Teddybär brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles nicht. Noch mehr Pfeile. Da sind auch noch Pfeile. Ihr merkt schon, ich weiß, dass da möglicherweise was kommen könnte. Deshalb gucke ich auch immer die Treppen runter. Großes versenktes Vorkriegsbuch. Nein, die sind alle zerstört und damit relativ nutzlos. Messer? Nö, das brauchen wir alles nicht. Nehmen wir das, genau. Das sieht alles sehr gut aus. Auf ins Ödland. Straßenbrücke. Minefield. Segen und Fluch. Ein Rasenmäher. Ihr merkt, ich habe noch nicht alle Minen entschärft. Hier liegen auch noch mehr rum. Da bin ich mir sicher. Und da haben wir schon wieder den nächsten angekündigten Lag. In der Zeit werde ich mir mal ein paar Chips gönnen. Ich nehme an, ich habe wieder meine 4 GB voll und dann fängt er eine neue Datei an. Und dann leckt er immer ein bisschen, das gute Fraps. Ja. Ich habe schon ein bisschen was jetzt aufgenommen. Vielleicht sollte ich es dann doch mal für heute langsam gut sein lassen. Weil ich muss das ja auch noch alles schneiden und
uploaden. Ach, hier waren wir schon. Gib's ins Haus. Okay, dann verlassen wir Minefield. Ja, dann nehmen wir uns auch noch mit. Oh ja, die da auch noch. Alles Erfahrung, die wir gut gebrauchen können. Wir wollen schließlich einen Level Up. Noch ein Rasenmäher. Gut, dann lesen wir mal noch schnell ein paar Bücher. Was hätten wir denn? Plackisch, Pugilismus aktuell, also das erhöht quasi unseren waffenlosen Kampf mit bloßen Fäusten. Ist ganz gut. Washington Zeitschrift für Innere Medizin. Das ist sehr wichtig. Medizin solltet ihr immer hochhalten, weil dann bekommt ihr von Stimpacks viel mehr Punkte, Trefferpunkte wieder gut geschrieben. Medizin ist schon eine wichtige Sache hier draußen im Ödland. Das mag zwar unspektakulär sein, aber ein Red Skorpion. Nein, ich will nicht vergiftet werden. Bleib weg. So, er ist tot. Ich könnte jetzt mir seine Giftdrüse nehmen. Tue ich aber nicht, weil ich diese Pfeilwaffe gar nicht haben will. Die schießt nämlich Pfeile und mit Gift und so weiter. Und ist schon ganz interessant, aber ich will sie nicht. Sie ist mir, naja, nicht stark genug. Da hinten ist ein weiterer Red Skorpion. Ach, wir haben gerade Zeit und töten mal einen wehrlosen Skorpion. Oh. Krabbel. Oh nein, und genau jetzt muss es anfangen zu laggen. Ah, Freunde, das ist das Ödland. Es ist gefährlich. Vor allem Red Skorpione sind sehr schnell. Erfahrungspunkte. So, aber hier hinten war noch irgendwo ein Gegner. Ein Protektor. Gesetzestreue Bürger. Ich hab mich nicht einmal getroffen. Cool. So, da finden wir nämlich eine Kernspaltungsbatterie, das mag im ersten Moment Müll sein, aber nehmt sie mit, auch die Energiezellen, die brauchen wir für unsere Laserpistole. Und vor allem, der bringt Erfahrung. Schauen wir mal auf die Karte. Ah, wir sind gar nicht so weit weg vom Tempel der Einheit. Okay, jetzt habe ich irgendwie das Gewehr nicht mehr auf da, wo ich es haben will. Meine Jagdflinte.
gehen wir weiter. Ein Blick auf die Weltkarte zeigt uns, ja, wir bewegen uns strack auf den Tempel der Einheit zu. Ein nützlicher Ort, an dem freie Menschen immer willkommen sind, wo wir auch später eine interessante Mission bekommen können, mehrere. Oder den wir auch einfach ausräuchern können, wo wir alle entflohenen Sklaven töten können. Was wir natürlich nicht tun. Wir sind ja der Engel der Menschen hier. Wir sind der Angel of Wasteland. Naja, nicht wirklich. Aber davon ist er auch. Aber es ist nicht schlimm, wenn man alle Orte mal entdeckt hat. Und da haben wir schon wieder einen Lag. Sehr schön. Aber wir gehen trotz des Lags mal unbeirrt weiter. Ihr merkt also, ich quatsche euch bestimmt hier schon eine Stunde, die Ohren voll. Ich denke, ich werde das cutten in zwei Parts oder so. Das könnte mal interessant sein für euch. Und naja, falls ihr Interesse haben solltet, dass ich mal was einspiele, einen Mod oder so. Hurra, Tempel der Einheit entdeckt. So, und ich denke, genau hier machen wir auch jetzt unseren Cut. Wir schauen runter Richtung DC. Und hier ist der Tempel der Einheit. Und ja, Leute, das war's von mir für heute. Ein kleines lustiges Video. Falls ihr irgendwelche Mods von Fallout Nexus sehen wollt, falls ihr da irgendwelche Vorstellungen habt, dann könnt ihr mir schreiben und den Link des entsprechenden Mods posten. Und mal gucken, wenn er gut ist, spiele ich ihn vielleicht auch mal ein. Bis dahin, euer Marcel. Macht's gut.